Hey, kommt zum nächsten Video hier auf dem Kanal. Heute ein neues Video. Ich esse einen Tag lang wie John Felix Anthony Cena. Wer mich lange genug verfolgt, der weiß, ich bin großer Wrestling-Fan. Schon seit ganz, ganz langer Zeit. Das hat schon vor Ewigkeiten angefangen. Schon vor 2005 auf jeden Fall. Denn das Erste, woran ich mich da so richtig erinnern kann, ist der Tod von Eddie Guerrero. Und auch bereits seit dieser Zeit bin ich großer Fan von John Cena. Der ist bekanntermaßen einer der größten Stars überhaupt im Wrestling-Business. Wahrscheinlich der größte Star aktuell, der noch aktiv ist, zumindest halb aktiv. Hat ja auch eine Schauspielkarriere hingelegt, aber ist körperlich trotzdem immer noch eine ziemliche Maschine und hat dementsprechend auch eine Ernährungsplan, der so einiges abverlangt, und genau wie der werden wir heute uns mal ernähren. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Gerne könnt ihr diesen Kanal abonnieren, auch für die nächsten Food Challenges. Da wird einiges auf euch zukommen innerhalb der nächsten Wochen. Immer im Wechsel mit einer Challenge und dann eben einen Tag lang essen wie eine berühmte Person. Auch dazu gerne in die Kommentare schreiben, wer es sein soll. Ich habe mich diesmal im Top-Kommentar orientiert. Da wurde Kampfsportler genannt. Ich habe mich jetzt für John Cena entschieden, einfach weil man über Conor McGregor und Khabib und Tyson Fury und Co. nicht so viel findet, was man jetzt wirklich zugesagt hat, beziehungsweise wo ich jetzt wirklich genug Informationen rausziehen konnte. Aber bei John Cena ist das eben der Fall und deswegen starten wir jetzt direkt mal mit dem Frühstück. Abrázame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor. Yeah. No quiero perder lo que queda. Y más y más. Ja. Porridge mit, beziehungsweise Oatmeal mit 2 Eiern und 6 Eiweiß. Dazu Apfelmus, das ist sein Frühstück. Normalerweise kommen noch Rosinen rein, ich kann Rosinen aber auf den Tod nicht ausstehen, deswegen kommen die da bei mir auch nicht rein. Ich bin sehr gespannt. Alles zusammen, es war nicht dediziert angegeben, ob die Eier ins Oatmeal reinkommen, ist aber, weiß ich, dass das gemacht wird, ist auch okay. Ich meine, im Endeffekt, bei Gebäck ist ja auch Ei drin, aber bin gespannt, wie das schmecken wird. Ist auch eine große Portion, wie er gerade gesehen hat, ist logisch, ne? Bei 6, 8 Eiern, die da drin sind. Ich bin gespannt. Ich hau mir das jetzt mal rein und gebe euch dann Feedback und natürlich eine Timelapse. So Leute, also das geht nicht, funktioniert nicht, auf gar keinen Fall. Ich habe es jetzt reingezwungen, so gut es ging, aber es ist zu viel, es schmeckt nicht. Ich könnte da jetzt noch Tonnen Apfelmus reinknallen, aber das wäre nicht gut. Und ich werde versuchen, das jetzt noch nebenbei so wegzusnacken, aber gerade als eine Mahlzeit auf gar keinen Fall. Da bin ich jetzt schon zu voll für. Und ich muss meine Reserven ein bisschen sparen. Wir haben nämlich heute 7 Mahlzeiten vor uns. Und ich weiß halt auch nicht, wie viel John Cena davon morgens isst. Ich weiß halt auch nicht, ob er es vielleicht als Rührei isst oder ähnliches, weil so schmeckt es auf gar keinen Fall. Aber ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass es mit dem Ei da drin ist. War jetzt mal ein interessanter Versuch, hat aber nicht funktioniert. Es ist fast leer und ich glaube, ich habe mich ganz gut geschlagen. Jetzt geht es weiter mit dem ersten Snack und zwar in, ich sag mal, einer halben Stunde. Wir haben es jetzt ein paar Minuten später und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja schon längere Zeit lang Porridge gefrühstückt. Das war alles super und ich bin auch normalerweise echt nicht so empfindlich, was Essen angeht, aber mein Magenhumor, das ist so heftig nach diesem Meal. Wie gesagt, kann sein, dass es halt Scrambled Egg ist. Das ist halt nicht ersichtlich aus dem, was ich als Vorlage habe. Und da John Cenas Instagram, was ich jetzt hier mal einblenden werde so ein bisschen, halt das exakte Gegenteil von einem normalen Influencer-Instagram ist, sondern wirklich nichts beinhaltet, was aus seinem Privatleben irgendwie raussticht, kann man das auch nicht hundertprozentig nachvollziehen. Ich nehme an, er isst Scrambled Eggs und er isst das Porridge mit dem Apfelmus. Das schmeckt beides gut, das kann ich mir sehr gut vorstellen. In Kombination Katastrophe. Ich habe da so 100 Gramm Apfelmus reingehauen, aber es war unmöglich. Apfelmus habe ich, glaube ich, auch komplett aufgegessen, aber der Rest war halt ja einfach nicht geil. Und ich hätte es sowieso nicht geschafft, mein Magen rumort jetzt schon, deswegen passen wir da mal ein bisschen auf. Ich weiß halt auch nicht, wie viel er ist und ich glaube, ich habe es auch ein bisschen falsch gemacht.
Mag sein, war ein bisschen naiv, aber ist in Ordnung, denke ich mal. Und wir haben sowieso noch genug Essen vor uns. Die Kalorien blende ich jetzt hier mal ein. Ich habe jetzt bisher noch nicht gemacht, weil ich halt warten wollte, wie viel ich davon esse. War jetzt nicht so viel, war ungefähr 3/4 der Portion. Aber ich denke, das ist in Ordnung für den Anfang. Und wie gesagt, der Snack kommt jetzt ungefähr eine halbe Stunde. Halbe Stunde später, endlich Snacktime. Und der zweite oder der erste Snack, die zweite Mahlzeit sozusagen am Tag bei John Cena, ist eine Proteinbar. Weiß jetzt natürlich nicht, wie groß die Proteinbars sind, die er isst. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so klein sind wie meine, die ich hier habe. Aber ich habe mir einfach so eine Cookies and Cream Proteinbar geholt von Netto. War halt einfach da und ist, denke ich, auch in Ordnung. Die hat jetzt 18 Gramm Protein auf diesem Riegel. Das ist weniger als ein Proteinshake, aber trotzdem in Ordnung, denke ich mal. Und ich freue mich schon, den Geschmack von diesem Ei aus dem Mund zu kriegen. Deswegen beißen wir da schöne Knistern ASMR jetzt einmal rein. So sieht der von innen aus, fokussiert nicht, ist aber auch egal. Schmeckt gut und ist jetzt die zweite Mahlzeit. Kalorien sind eingeblendet. Jetzt geht es mir besser. Jetzt rumort mein Magen nicht mehr so. Jetzt habe ich einen anderen Geschmack im Mund. Wir machen weiter, würde ich sagen, mit der nächsten Mahlzeit. Und das ist der Snack zwischendurch. Wir haben es jetzt 11. Jetzt muss ich einen Snack vor Mittagessen machen. Interessant. Es geht tatsächlich schon wieder mit meinem Hungergefühl. Muss ich ganz ehrlich sagen. Überrascht mich, aber ist wieder in Ordnung. Wir haben es jetzt 11:45. Das heißt, es ist auch eine gute Zeit für einen Snack. Ich war übrigens, wie ihr sehen könnt, gestern beim Friseur. Meine Haare sind so ungewohnt kurz, dass ich damit gerade gar nicht klarkomme und mich selbst in der Kamera sehe und mir denke, wer ist das? Aber okay, es gibt den nächsten Snack und der nächste Snack ist sogar ein bisschen größer. Ich nehme euch einfach mal auf der Erstellung mit, würde ich sagen, wa? Nebenbei weiterarbeiten, aber jetzt haben wir hier Thunfisch-Pitas. Anscheinend ist John Cena eine ganze Pita. Ich habe im Supermarkt nur die Mini-Pitas gefunden, kenne auch keine, also ich kenne andere Pitas, aber weiß nicht, ob man die einfach so bekommt. Und dazu Thunfisch. Jetzt ist wieder schwer zu sagen, wie viel das wirklich ist, aber ich habe jetzt einfach die Dose Thunfisch da reingehauen und esse zwei kleine Pitas. Guter Snack, ist ja nur ein Snack, ist ja nicht mal richtiges Essen. Timelapse, damit ihr auch seht, dass ich wirklich alles aufesse. Kalorien sind jetzt oben eingeblendet gewesen. Guten Appetit. Es ist so viel Essen. Ich hab's geschafft. Das war jetzt im Endeffekt Hähnchenbrust. Zwei Hähnchenbrüste mit Reis und Gemüse. Das Ding ist, es wäre okay, wenn das jetzt das erste Mittagessen gewesen wäre, aber das war das zweite. Ich habe die Reihenfolge übrigens vertauscht, eigentlich wäre es anders gewesen. Und es kommen noch drei Mahlzeiten. Das ist eine Ansage. So Leute, ich bin mittlerweile zu Hause, habe, wie man vielleicht auch sehen kann, eine Runde gepennt, weil das war einfach too much, es war viel zu viel Essen bisher und es geht genauso weiter, jetzt allerdings nur mit dem Snack und mit dem kann ich ganz gut leben. Gibt eine Banane und einen Proteinshake. Das ist, glaube ich, okay.
nebenbei auch nicht genug essen. Nebenbei spiele ich ein bisschen Pokémon Go. Pokémon Go? Absoluter Quatsch. Pokémon Schwert. Auf der Nintendo Switch. Um ein bisschen runterzukommen vom Arbeitsstress. John Cena ist ja nicht nur für seine wrestlerischen und schauspielerischen Leistungen bekannt, sondern hat ja tatsächlich auch ein Rap-Album mal aufgenommen. Und kleiner Fun-Fact jetzt dazu, wie gesagt, ich bin John Cena-Fan und ich habe mir dieses Album damals tatsächlich gekauft. Und dementsprechend gibt es jetzt eine Timelapse vom Kochen. Jetzt kommt nämlich das sechste Meal für heute, die sechste Mahlzeit. Kalorien blende ich am Ende ein, deswegen jetzt erstmal das Lied. Ich weiß nicht, wie lange ich das spielen werde, wahrscheinlich nur ganz kurz anreißen, aber das war das, was ich am liebsten mochte von diesem Album. Wo übrigens auch sein Intro-Song unter anderem drauf war. Also My Time Is Now. War alles eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man das Ganze mal in den Kontext setzt, wann das Album gedroppt wurde. Finde ich ganz gut. Solltet euch mal anhören, wenn ihr euch für vielleicht Wrestling, vielleicht John Cena oder vielleicht auch amerikanischen Rap interessiert. Moin. Na, keine Sorge, den Gag machen wir nicht nochmal. Der war letztes Mal schon schlecht, deswegen jetzt geht's einfach nur um Kochen. Es gibt wieder mal Hähnchen, als ob ich heute nicht mit 400 Gramm Hähnchenbrust schon genug gegessen hätte. Aber wir legen los. Wir sind ich und meine Waschmaschine. Auch das ist jetzt aufgegessen und was folgt ist die letzte Mahlzeit. Irgendwie, ich kann das mal ein bisschen tiefer stellen, Moment. Das ist nochmal ein Snack, der besteht aus Schafskäse, also Leithirtenkäse und noch einem Proteinshake. Ich nutze das Ganze aus, dass ich Variabilität habe. Ich habe jetzt gerade ja einen normalen Whey-Proteinshake genommen, beziehungsweise halt Milch. Ich glaube, das ist im Endeffekt die Bezeichnung dafür. Jetzt trinke ich Clearway, also ich habe so ein bisschen Abwechslung da drin. Passt auch, finde ich, besser zum Schafskäse. Ist im Endeffekt genau die gleiche Kalorienanzahl, beziehungsweise meine ich genau die gleiche Proteinanzahl zumindest. Es ist wirklich anstrengend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin jetzt bei knapp 2 Kilo, die ich heute gegessen habe. Ich bin jetzt bei knapp 2400 Kalorien bisher, die ich heute gegessen habe. Es ist halt alles sehr clean, ne? Also John Cena ist sehr, sehr gesund, wenn man sich ihn anschaut. Wir packen jetzt mal seine Physik neben meine Physik. Der ist halt auch eine Maschine, muss man ganz ehrlich sagen. Und um so auszusehen, musst du viel trainieren und natürlich aber auch vernünftig essen, gesund essen und vernünftige Nährwerte zu dir nehmen. Ich weiß, dass er jetzt zum Beispiel wenig Fett gegessen hat in dieser Diet oder in diesem Dietplan. Ich also dementsprechend auch. Aber extrem viel Protein zum Beispiel. Über 300 Gramm, meine ich, müssten mittlerweile liegen. Das ist schon ziemlich, ziemlich viel. Zumindest für das, was ich normalerweise esse. Ich bin normalerweise so bei 170. Das ist jetzt mal mit dem Schafskäse, mit dem Proteinpulver am Ende noch zusammen, mal so eben das Doppelte, was der sich täglich reinschaufelt. Und ich trinke auch nicht zwingend jeden Tag Protein. Zumindest aktuell nicht, weil ich momentan halt nicht zum Sport gehe in dem Maßen. Ich bereite mir jetzt meinen Käse zu. Den zeige ich euch gleich. Und dann ist das das Letzte, was ich heute essen werde. Gott sei Dank. So, Friends and Family, ich präsentiere euch 77 Gramm feinsten Patros Schafskäse, wunderbar, beziehungsweise Herdenkäse oder was auch immer, in der Light-Variante. Genau 77 Gramm, ich hatte jetzt keine Lust, die ganze Packung zu essen. Es stand wieder mal keine Mengenangabe dabei, deswegen denke ich, das ist okay. Und dazu aus meinem super männlichen, nicht mir gehörenden Shaker, einmal schönes Clearway von Neosubs im Geschmack Mojito. Ist überhaupt von Neosubs? Einen Moment. Ja, aber meint es sowieso keine Werbung, weil ich werde davon nichts gesponsert. Schade eigentlich.
vielleicht kommt das ja irgendwann, MyProtein. Was ich übrigens noch dazu erwähnen möchte, ich habe im letzten Video ja nicht erwähnt, dass ich die Idee von irgendwem habe. Die Idee kam von meiner Freundin und bei der könnt ihr euch im Endeffekt bedanken dafür, dass ich diese Videos jetzt mache. Und dazu gibt es natürlich noch weitere YouTuber, die diese Videos machen. Ein Beispiel habe ich jetzt hier nochmal verlinkt, beziehungsweise blende ich jetzt, wo blende ich das denn jetzt mal ein? Irgendwo hier auf dem Bildschirm, das ist Fitness-Oscar, der hat nämlich auch mal einen Tag gegessen wie Cristiano Ronaldo, vor Ewigkeiten, meine ich zumindest. Und ob irgendjemand schon mal gegessen hat wie John Cena, weiß ich nicht, aber es gibt allgemein öfter mal die Varianten. Letztes Mal habe ich ja auch bei der Challenge, beziehungsweise bei dem What I Eat in a Day mit den Portionsgrößen. Da habe ich ja auch Matt das Fitness eingeblendet, also bei dem habe ich natürlich auch Inspiration gesammelt und es gibt natürlich viele andere, die das tun. Dementsprechend, ja, solche Leute wie Fitness Oscar oder sowas wie Wing Dodo oder Wing Steven heißt er, glaube ich, oder wie The Franklin könnt ihr gerne mal abonnieren, wenn ihr Bock habt auf weitere solche Videos und nicht erwarten wollt, dass ich innerhalb der nächsten Woche das nächste produziere. Ihr könnt übrigens auch mal liebe Grüße von mir da lassen. So, jetzt Feedback vom Rewe-Parkplatz. Maske kann ich aber, glaube ich, abnehmen. Das ist bei euch nicht so wichtig, da ja John Cena nun mal auch Hustle, Loyalty, Respect nicht nur für seine Army hat, sondern allgemein auch sehr sozial engagiert ist, möchte ich mal behaupten. Make-A-Wish Foundation und so weiter und so fort. Da ist er ein sehr guter Typ. Möchte ich auch hier nochmal darauf hinweisen, Leute, versucht immer noch diese Pandemie ernst zu nehmen. Ich bin selber jemand, der sagt, ja, Pandemie ist ein großer Begriff für eine Krankheit, die hier in Deutschland gerade mal, ich glaube, 1%, nicht mehr 1%, 0,2% oder sowas infiziert hat. Nichtsdestotrotz muss man es ernst nehmen und nichtsdestotrotz ist es ein wichtiges Thema, auch permanent weiterhin aufmerksam zu sein. Wir kommen zum Thema John Cena's Diet. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin gespalten, zwiegespalten. Mir geht es heute ziemlich gut, das ist aber auch logisch, weil es war ja gestern quasi nur gesund, was ich gegessen habe. Es war sehr viel, allerdings nicht viele Kalorien. Es war einfach nur von der Masse sehr viel, also sehr viel Gemüse. Dieses Pita allein mit dem Thunfisch, ah, da muss irgendwas noch drauf, das reicht nicht alleine mit Tuna. Kann auch sein, dass er da Salat sich rein oder irgendwelche Mayonnaise light oder sonst was, kann ich mir aber nicht vorstellen, weil er halt wirklich so auf diesem cleanen Trip ist. Nichtsdestotrotz, das war sehr, sehr anstrengend, weil der Geschmack nicht so geil war. Also auch Hähnchen, 400 Gramm Hähnchenbrust zum Mittag, wenn man sich vorher gerade mal so zwei Thunfisch-Pitas reingehauen hat. Uff, Reis, okay, ja klar, kann man auch sicherlich noch mehr essen. Er isst sicherlich auch noch mehr, als ich das mache. Aber nichtsdestotrotz fand ich das schon ziemlich anstrengend. Es war aber vom Kalorienaufwand her, also von den Kalorien, die ich gegessen habe, sehr, sehr stark, weil es genau ungefähr mein Bedarf ist, den ich zumindest aktuell in der App habe. Wie gesagt, 1,90 groß, 90 Kilo schwer. Die App hat da bei 85 Kilo irgendwas mit 2600 Kalorien. Und dazu muss man auch sagen, dass er natürlich extrem ausgewogen sich ernährt. Ja, Fett war sehr niedrig und dafür waren Proteine und Kohlenhydrate relativ hoch, vor allem Protein sehr hoch. Ich habe irgendwas von 340 geredet, glaube ich, das war totaler Quatsch, das sind wir 270 am Ende. Habe ich mir ein bisschen vertan oder verlesen. Aber ist trotzdem ausreichend und trotzdem genug und dementsprechend, ja, definitiv approved. War ein guter Tag, war eine gute Diät, aber ich bin gespannt, was beim nächsten Mal wird und es ist auf jeden Fall anstrengend. Und ich kann mir nicht vorstellen, jeden Tag so zu essen, einfach weil ich Essen gerne genieße und weil ich den Geschmack von Essen sehr gut finde und da war gestern relativ wenig Geschmack mit dabei und einfach sehr viel Masse. Naja, das war's von diesem Video. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch bis dahin noch einen wunderschönen Tag. Schreibt gerne in die Kommentare, wie wer ich als nächstes essen soll oder was die nächste Challenge sein soll. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Macht's gut, schönes Wochenende noch. Bis dann, haut rein und ciao.